Wir haben mehr als 6000 verschiedene Biermarken. Also es gibt richtig viel zu tun, wenn ihr euch da durchprobieren wollt. Warum nimmt man eigentlich bei einem Pilz sehr gerne so eine Art Pilztulpe, und zwar ein Glas, was unten etwas bauchiger ist und dann oben leicht nach innen gewölbt ist? Und das Bier muss über die Kante springen und landet dadurch weiter hinten am Gaumen, dort wo ich die Bittere wahrnehme. Das ist der Willi-Becher. Da sieht man schon, das ist oben etwas breiter. Und hier, wenn ich das jetzt ansetze, dann fließt dieses Bier recht langsam schon von vorne in den Mundraum und im vorderen Zungenbereich spüre ich die Süße, spüre ich die ganzen malzigen Aromen. Und deshalb trinkt man so ein bayerisches Helles ja auch gerne in Bayern aus sehr großen Gläsern, aus Maßkrügen. Also wir haben hier als drittes Bier ein Weizenbier, das ist auch ein sehr populärer Bierstil. Weizenbier ist im Gegensatz zu diesen anderen Bieren ein obergäriges Bier. Das heißt, es wird wärmer vergoren. So ein Weizenbier hat immer eine sehr schöne, stabile Schaumkrone. Es macht beim Weizenbier immer Sinn, das aus dem Glas zu trinken. Und wenn ihr jetzt unsicher seid, ist das jetzt ein Pilz, ist das ein helles oder ist das ein Weizenbier? Beim Weizenbier gibt es einen Trick. Riechen. Und wenn ihr einen Hauch von Banane in der Nase habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das ein Weizenbier ist. In diesem Sinne, Prost!